Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, und da ich ja von Wolf Creek 1 eine Review gemacht hatte, diese kam auch wieder ziemlich gut bei euch an, habe ich mich natürlich da auch zu entschlossen, auch zu Wolf Creek 2 eine Review zu machen. Das hatte ich ja letztes Mal schon angekündigt, dass zu Wolf Creek 2 und auch zu der Serie bald eine Review kommen wird. Zu Wolf Creek 2 bekommt ihr jetzt, zu der Serie, denke ich mal, wird noch ein bisschen was dauern, da ja, so eine Serie natürlich nicht so schnell weggeguckt ist. Wobei die erste Staffel ja auch nur 6 Folgen hat. Und das sind auch nur die Folgen, die ich dann reviewen kann. Das kann ich euch schon mal bestätigen. Ja, Wolf Creek 2 habe ich mir gestern angeguckt und der Film ist ja nicht mehr aus dem Jahr 2005 wie der erste, sondern der ist aus dem Jahr 2013. Das heißt, es hat ganze 8 Jahre gedauert, bis dann irgendwann mal eine Fortsetzung zum ersten Wolf Creek kam. Und diese Fortsetzung, spoilere ich euch jetzt schon mal, gefällt mir da doch schon mal deutlich besser. Ja, um auf die Story zu kommen, die Story ist wirklich ziemlich einfach. In Wolf Creek 2 haben wir dann natürlich wieder Mick Taylor als Killer. Dieser natürlich gespielt wieder von John Jarrett. Und er ist halt im ersten Teil nicht gestorben, sondern er macht im zweiten Teil genau da weiter, wo er im ersten Teil aufgehört hat. Und zwar um wirklich jegliche Urlauber und generell Passanten, die da einfach rumlaufen, rumfahren, abzufangen und diese dann auf brutalste Art zu ermorden. Und das ist eigentlich auch schon die Grundstory von Wolf Creek 2, weil da wird eigentlich nur eine Verfolgungsjagd zwischen einem Protagonisten und unserem Antagonisten John Jarrett, der halt Mick Taylor spielt, beleuchtet. Mehr ist das nicht. Also die Story von Wolf Creek 2 ist wirklich ziemlich simpel. Du hast einfach wirklich nur dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen einem Charakter und unserem Killer. Und das zieht sich eigentlich über den fast kompletten Film. Bis auf den Anfang. Am Anfang werden nämlich 2 Polizisten von Mick Taylor hingerichtet und das ist so diese Anfangsszene. Dann kommen wir zu unseren vermeintlichen 2 Hauptprotagonisten. Das ist ein Paar, welches da auch aus Deutschland kommt und ja, in Australien ein bisschen Urlaub macht, beziehungsweise ein bisschen Backpacking betreibt, wie man das so sagt. Ja, aber diese werden dann auch relativ schnell hingerichtet. Das war ein ziemlich großer Twist, weil man ja eigentlich denkt, diese beiden werden eigentlich uns den ganzen Film über begleiten. Aber nee, diese beiden sterben nach knapp, sagen wir, 20 Minuten bis 30 Minuten. Und dann geht es zu einem anderen Charakter, der dann auch eingeführt wird. Und dann fängt erst dieses richtige Katz-und-Maus-Spiel an zwischen Mick Taylor und diesem jungen Mann. Und ja, das war es eigentlich so an Story, das wir dann halt da haben. Ja, es kann natürlich auch noch mehr zu Spoilern kommen, da möchte ich euch vorwarnen. Die Story habe ich jetzt mal eben beleuchtet. Aber sonst werde ich dann wahrscheinlich auch ein paar Sachen hier spoilern während dieser Review. Das heißt, falls ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, dann schaltet besser aus. Guckt euch diesen Film an und schaltet dann wieder ein in diese Review. Genau, dann kommen wir wieder zu den positiven Sachen, die ich dann so beleuchten möchte. Und da hat mir als allererstes sehr gut gefallen, dass wir im Gegensatz zum ersten Teil, welcher sich ja langsam aufgebaut hat, haben wir jetzt einen relativ schnellen Aufbau und wir haben direkt wirklich Horror- und Actionsequenzen zugleich. Wir haben deutlich mehr Mick Taylor und diesen Killer, muss ich einfach sagen, gefällt mir persönlich ziemlich gut. Also der Killer ist wirklich absoluter Wahnsinn. Teil 1 hatten wir den in der zweiten Hälfte des Films wirklich relativ viel im Bild, aber im zweiten Teil haben wir den wirklich komplett durchgehend im Bild. Also das ist wirklich der Hauptcharakter des Films und den haben wir in so vielen Sequenzen da, wo der einfach immer sympathischer wird, während er unsympathischer wird. Ja, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil Mick Taylor ist halt jemand, der sehr gerne mal auch schwarzen Humor an den Tag bringt und ja, immer mal wieder seine Witze macht. Er kommt einfach so sympathisch rüber, während er ja die schlimmsten Dinge macht, die man sich eigentlich nur vorstellen kann. Er vergewaltigt Frauen, er tötet Leute und das alles macht er dann halt, während er diese Witze reißt und sowas. Und darüber kommt er dann wirklich ziemlich sympathisch rüber. Und das finde ich extrem stark, wie John Jarrett das spielt. Kann ich da an der Stelle einfach nur sagen. Und die deutsche Synchronstimme, die ist auch wirklich sehr, sehr gelungen. Also der kommt wirklich im Deutschen genauso gut rüber wie auch im Englischen. Und durch diesen kleinen Twist, sage ich mal, mit den Hauptcharakteren am Anfang, die dann sterben und dann kommen wir ja zu unserer richtigen Hauptfigur. Da ist es eine unvorhersehbare Story. Ganz klar, das muss ich auch ganz positiv erwähnen. Die Story ist zwar simpel, aber unvorhersehbar, weil du wusstest einfach nicht, wie oder was geschieht da jetzt.
Nämlich diese beiden Touristen aus Deutschland werden dann getötet und auf einmal geht es dann zu unserem richtigen Protagonisten, der halt Engländer ist. Und damit hätte man nicht gerechnet. Das ist wirklich unvorhersehbar gewesen, weil man wirklich dachte, ja, das sind unsere beiden Hauptprotagonisten und diese werden uns über den Film begleiten. Vielleicht sterben sie am Ende, vielleicht nicht. Aber schauen wir mal. Nee, die sterben nach genau, glaube ich, 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder sowas. Ich habe da nicht auf die Zeit geguckt, aber schon relativ früh. Ja, das war wirklich ziemlich cool, muss ich sagen, und ziemlich unvorhersehbar. Das möchte ich da an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal aufgreifen. Dann haben wir im Gegensatz zum ersten Teil deutlich härtere Gewalt. Also wir haben wirklich Szenen, was es auch bestätigt, warum dieser Film noch auf Liste B indiziert ist. Teil 1 kriegst du ja in der Kinofassung frei uncut hier in Deutschland auf DVD. Oder halt auch im Stream. Kannst du dir alles angucken. Die Unrated-Version ist nochmal was anderes. Das ist nochmal ein bisschen spezieller vom ersten Teil. Die kriegst du jetzt nicht so schnell. Aber der Teil 2, der ist halt in Deutschland indiziert auf Liste B. Und demnach deutlich auch härter. Und das sieht man. Gerade der Anfang mit den beiden Polizisten ist schon wirklich ziemlich brutal. Dem einen wird ein Kopf weggeschossen, dann wird dem anderen ein Bein gebrochen, ins Auto gesetzt, dann wird er angezündet. Und das ist so die Anfangsszene, die wir schon mal sehen. Und da sieht man einfach direkt, dieser Film schlägt nochmal andere Töne ein als der erste. Der erste war ja wirklich eher so, sage ich mal, dieser atmosphärische Horror und hat wenig auf Gewaltspitzen gesetzt. Was im zweiten Teil komplett anders ist. Der zweite Teil kommt halt auch wirklich eher wie so ein Road-Movie rüber und halt generell auch noch wie so ein Backwoods-Slasher. Das ist so eine Mischung aus beidem und das passt da ziemlich gut, wie ich finde. Dann haben wir natürlich auch im Endabschnitt haben wir da eine Folterszene, ja, wo der Hauptprotagonist, der richtige Hauptprotagonist, gefoltert wird und an so einen Stuhl gefesselt wird und dann hat er 10 Fragen, die er beantworten muss. Genau, Mick Taylor stellt ihm 10 Fragen und pro Frage, die er falsch beantwortet, kriegt er einen Finger abgeschnitten. Das ist wirklich ziemlich krass gewesen, muss man sagen, aber es war halt alles wieder in diesem witzigen und in dieser coolen Tonalität, weil wieder, wie gesagt, Mick Taylor ziemlich sympathisch rüberkommt und der Hauptcharakter macht da sogar mit, der macht diese Späßchen mit, weil er halt wirklich so verzweifelt ist, dass er da gar nicht mehr klar denken kann. Ja, und wie gesagt, der kriegt halt pro falsche Frage, beziehungsweise pro falsche Antwort auf die Frage, kriegt er halt einen Finger abgeschnitten. Und das war wirklich eine ziemlich coole und eine ziemlich heftige Szene zugleich, die aber wirklich Spaß gemacht hat. Und diese Szenerie ging, glaube ich, noch locker 15 Minuten. Und da hat sich der Film wirklich Zeit genommen und man hat wirklich auch viel über diesen Killer erfahren und sowas. Wie er halt auch wirklich zu den jeweiligen Ländern steht. Das heißt, er nennt ihn halt auch die ganze Zeit Britenschwein und sowas und hat auch die Deutschen als Krautfresser und sowas am Anfang beleidigt. Also der ist halt wirklich ein heftiger Rassist und das merkst du einfach während dieser Konversation nochmal deutlich mehr, weil er halt auch sehr viele Fragen über das australische Land und sowas stellt, über die Geschichte Australiens und da, wenn dann halt einfach mal eine falsche Antwort kommt und mal auch die Antwort nicht ist, ja, weil die Briten absolute dreckige Schweine sind oder sowas, das war bei einer Frage die Antwort, das konnte er natürlich nicht wissen, dann hat er einen Finger abgesägt bekommen. Und das ist halt wirklich ziemlich heftig, aber cool zugleich gewesen, wie ich das schon sagte. Und sonst muss ich auch bei diesem Film sagen, hat der Film ein wirklich ziemlich gutes Pacing. Also man guckt sich diesen Film an und der geht wirklich, glaube ich, eine Stunde 45 Minuten ungefähr. Merkst du aber nicht. Der Film, du schaust ihn dann an und irgendwann ist er zu Ende und du dachtest hier, wo ist die Zeit hin? Also das Pacing war richtig gut und der Film hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ging schnell vorbei. Aber auch um auf ein paar negative Sachen zu kommen, da habe ich aber ehrlich gesagt nicht so viel zu meckern. Der Film hat für mich meiner Meinung nach ein zu abruptes Ende. Du hast, wie gesagt, diese 15 Minuten Szenerie, wo dieser Mann gefoltert wird und diese Fragen gestellt werden, wie bei Wer wird Millionär, kann man schon so fast sagen. Aber dann irgendwann kommt es dann nochmal zu dem Ausbruch des Protagonisten und dieser versucht dann zu fliehen. Mick Taylor geht hinterher und irgendwann kommt es dazu, zu der Szene, dass Mick Taylor ihm eine Kopfnuss gibt. Ja, kommt so eine Kopfnuss und auf einmal ist die Szene schwarz.
Und dann siehst du einfach nur noch so einen Endabschnitt, wo er, der Hauptprotagonist, einen Zettel findet in seiner Tasche und da steht dann einfach nur drauf, Loser. Oh, und dann kommt ein Endabschnitt, wo dann noch geschrieben wird, dass derjenige, der Hauptprotagonist, ihm wurde nichts geglaubt, niemand glaubt, dass da irgendein Killer ist und dann wurde er selbst als Killer verdächtigt. Und das war, finde ich, für diesen relativ langen Film, wie ich jetzt finde, und dieser relativ langen Szene mit dem Folter, war das doch ein viel zu abruptes Ende und es ging mir persönlich dann zu schnell vorbei. Das sehe ich als kleinen Negativpunkt, also man hätte den Film ruhig noch ausklingen lassen können, vielleicht nochmal um 5 bis 10 Minuten erweitern können und dann nochmal so ein flüssiges, langsameres Ende gestalten können. Und sonst muss ich aber auch sagen, ist natürlich eine Sache, die ich positiv angesprochen habe, die Sache mit dem Unvorhersehbaren, mit den Charakteren, mit dem Paar, was am Anfang direkt abgemurkst wird und dann kommen wir zu unserem Protagonisten, aber auch erst nach einer halben Stunde oder sowas. Und dadurch, dass dieser Protagonist relativ wenig im Bild ist, also man kriegt erst nicht so viel zu sehen von ihm oder beziehungsweise gar nicht und dann muss man ganz schnell mit ihm warm werden. Das war bei mir jetzt nicht so der Fall. Also ich finde, dass dieser Mann, er hat seine Sache zwar gut gemacht, aber man erfährt zu wenig über ihn. Man kriegt da nicht wirklich Mitgefühl mit ihm, wenn ihm irgendwas Schlimmes zustößt, weil irgendwie ist dieser Mann einem egal. Und man sympathisiert, also ich zumindest, eher mit dem Killer, weil der halt wirklich während seinen Morden auch noch ziemlich sympathisch rüberkommt. Ja, klingt blöd, aber ist irgendwie so. Der Hauptprotagonist ist für mich nicht wirklich der Protagonist, mit dem ich Mitgefühl zeige. Einfach aus dem Grund, man erfährt zu wenig über ihn. Man kommt da einfach nicht so hinter, was das überhaupt für ein Mensch ist. Ja, aber das war auch schon eigentlich die Review zu Wolf Creek. Also ich finde, dass dieser Film wirklich deutlich stärker ist als der erste Teil nochmal und deutlich mehr draufhält, ein besseres Pacing hat und für mich persönlich auch eine andere Atmosphäre hat. Nicht so eine düstere wie der erste, aber trotzdem eine gute Atmosphäre und der Film spielt auch nicht wie der erste so viel im Dunkeln, sondern sehr viel im Hellen. Also man sieht wirklich viel von Australien, von der Wüstenlandschaft und sowas. Und im Dunkeln spielt der Film wirklich kaum. Ja, das fand ich auch ziemlich cool, weil so ein Horrorfilm bei Tag, das gibt's meistens nicht, sondern die Horrorfilme sind ja meistens eher im Dunkeln gedreht. Dann muss ich natürlich auch noch zu einer Abschlusswertung kommen und ich gebe diesem Film ganz starke 8 von 10 möglichen Punkten im Genre. Das heißt im Road-Movie beziehungsweise auch im Backwoods-Slasher-Genre. Und ich bin sehr zufrieden mit diesem Film und ich freue mich sehr auf die Serie, weil ich da ja wahrscheinlich auch noch mehr über diesen Killer Mick Taylor erfahren werde. Bin ich sehr gespannt drauf, was diese Serie zu bieten hat. Und dann würde ich sagen, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie euch Wolf Creek 2 gefällt. Findet ihr diesen Film auch besser als den ersten Teil oder mögt ihr den ersten Teil mehr? Ich hatte dem ersten Teil ja 6 Punkte gegeben und dem zweiten jetzt 8. Das ist doch schon ein größerer Sprung. Und wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da oder ein Abo, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.